Das ist wirklich ein toller Tee für die kalte Jahreszeit. Den mache ich auch gerade, wenn jemand in der Familie erkältet ist oder wenn ich gerade merke, ich fühle mich nicht so fit und ich fühle mich irgendwie krank. Gleich fängt was an. Und dann mache ich mir gleich den Tee oder auch meinen Kindern. Und dann dauert entweder die Erkältungsphase wirklich sehr, sehr kurz oder die Erkältung fängt gar nicht an. Da stecken so viele Sachen drin, die wirklich super gesund sind und die nochmal die Antikörper anregen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Janan. Ja, es ist jetzt November, Erkältungszeit. Ich sehe nur Leute mit Schnupfen, mit Husten und mit Erkältung und Fieber und so weiter. So dass ich jetzt die Idee hatte, ich stelle euch mal wieder einen Erkältungstee vor. Letztes Jahr hatte ich ja einen Tee vorgestellt mit Kurkuma und Ingwer. Ist super gut angekommen. Das ist auch weiter zu benutzen auf jeden Fall. Aber ich wollte heute euch einen anderen Tee noch vorstellen. Das ist so ein Familienrezept, noch aus alten Zeiten meiner Oma. Also die Zutaten sind Hibiskus, ja, oder Malventee auch genannt. Und zwar Lindenblüten. Dann Kurkuma, tolles Gewürz finde ich im Winter. Zimt, ebenfalls ein tolles Gewürz im Winter. Und Nelken. Ja, ihr seht, also sehr interessant. Also so ein extra Teekessel wäre super, weil der Geschmack manchmal halt erhalten bleibt von diesen Tees. Und das ist sozusagen im Winter mein extra Teekessel nur für Erkältungstees oder für besondere Tees. So, erstmal Wasser rein. Und nach mache ich dann eben die Tees rein, ja. So. Und ja, das ist Lindenblütentee kommt rein. So, dann Kurkuma, alles kommt rein, ja, und auch Zimt. So, und Nelken. So, das kurz mischen. Also, wenn wir das jetzt so gemischt haben, also mischen und dann zum Kochen bringen. So, jetzt kocht das fast über. Also nicht, wenn es kocht, aufpassen, wenn es so randvoll ist. Wenn es so köchelt, dann die Temperatur reduzieren. Also ich habe hier 9 Stufen. Ich mache so auf 4, genau, 4 würde reichen. Auf 4 mindestens 5 Minuten köcheln lassen. Werde ich mal meinen selbstgemachten Erkältungstee probieren. Genau, also der schmeckt man Zimt, Kurkuma, aber auch ein bisschen Säure. Das kommt einfach durch Hibiskus. Und dann schmeckt man Lindenblüten überhaupt nicht. Das ist auch gut so, weil ich habe einfach gemerkt, Lindenblüten schmecken so eklig, dass meine Kinder den Tee, der so eigentlich voller Gesundheit steckt, gegen Erkältung, nicht trinken. Und dadurch kann man wirklich diesen Geschmack so ein bisschen lindern. Aber dadurch, dass eben Lindenblüten auch drin sind, ist dieser Erkältungstee wirklich sehr wirkungsvoll und wirkt auch gerade gegen Erkältungen oder Grippaleninfekten mit Fieber. Also würde ich euch unbedingt empfehlen. Was nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist halt diese Verbindung zwischen, ja, diesen Gewürzen und auch diese Säure vom Hibiskus. Wenn ihr das überhaupt nicht mögt, könnt ihr vielleicht auf Hibiskus verzichten, aber auf die anderen Bestandteile solltet ihr auf keinen Fall verzichten. Und was sehr gut dazu passt, ist ein guter Honig. Ich habe hier immer zum Beispiel einen Honig aus dem Bioladen. Der Honig, ein Tipp, sollte unbedingt sehr gut sein, weil dann wirkt er auch mit Erkältungstees sehr, sehr gut. Wenn ihr natürlich zwischendurch auch Honig benutzt, der aus dem Supermarkt ist, nur für die Erkältungszeit würde ich euch den Tipp geben, holt euch einen guten Honig und benutzt das in diesen Erkältungstees. Dann ist der Tee auch wirkungsvoller. Ah, wärmt schon meinen ganzen Körper. Und also auf jeden Fall ist das ein Familienrezept. Meine Oma hat mir das schon früher immer wieder gemacht, als ich erkältet war in der Türkei, kann ich mich erinnern. Und der hat wirklich auch Wunder gewirkt. Wichtig dabei ist, weil eben jetzt Zimt und Kurkuma in Pulverform ist, müsst ihr so ein bisschen immer wieder rühren. Das ist einfach das Einzige. Weil nämlich Zimtpulver und Kurkuma-Pulver setzen sich halt unten ein bisschen ab. Ja? Und dann immer rühren und trinken.
Ich finde es super lecker. Wenn ihr andere Ideen für Erkältungstees habt, schreibt mir ruhig in die Kommentare. Dann werde ich sie auch mit eurem Namen veröffentlichen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!